Hallo zusammen, hier ist der Crank Leiters oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich melde mich mal zurück. Die Ferien habe ich richtig genossen. Ich war jetzt auch richtig schön am Chillen. Zocken tue ich momentan eben nur sehr wenig, außer ein bisschen mit dem Oculus Rift natürlich jeden Tag trainieren. Und rein von dem her hat es eigentlich auch gar nicht so viel zu erzählen gegeben. Aber, weil ich so ziemlich ein Bioshock Infinite Fan bin, das Game auch sehr, sehr gerne gespielt habe, habe ich mir hier jetzt noch so ein Brettspiel bestellt, das endlich ist angekommen. Und das möchte ich euch jetzt eigentlich mal schnell zeigen. Ich weiss ja nicht, ob der eine oder andere von euch auch zwischendurch ein Brettspiel noch zockt oder ob ihr alles nur noch so digitale, virtuelle Player, Zocker oder Spieler seid. Ihr Kiste ist dann noch so eine, keine Ahnung, spezielle Songbird-Karte drin, einfach oben drauf gelesen. Oben drauf gelegen, ich weiss nicht, ob ihr es lesen könnt, das ist die richtige Reihenfolge der Wörter. Ist auch gar nicht so wichtig, scheint irgendein Bonus zu sein. Und wenn man sich das Böckchen dann mal von der anderen Seite noch anschaut, mal schnell schauen, wie es mit dem Licht ist, ja, jetzt noch ein bisschen gerade haben, das kommt schon gut. Es sieht schon umfangreich aus, also es ist ab dem Alter 13+, was das auch immer mal heissen, von 2. Für 2 oder für 4, also 3 geht scheinbar nicht. Und die reguläre Spieldauer ist zwischen einer Stunde und eineinhalb. Ja. Es gibt auch einige Figürchen, Würfel, jenste Sachen. Und wer sich noch erinnern kann, in der ultimativen Songbird-Edition vom Bioshock Infinite ist ja noch so ein Handyman-Figürchen. Wow, ich muss schnell schauen, wie das mit der Cam und mit den Schatten läuft und mit der Spiegelung. Halleluja, ist das aufwendig. Ja, ja, aber es ist eigentlich nicht so wichtig dabei gewesen. Und das ist auch von diesen Playhead Games. Darum schauen wir uns doch jetzt mal an, was da drinnen ist. Schnell kurz aufmachen hier. So, ganz eine coole Schachtel. Schön ausgearbeitet alles zusammen. Und ja, also die Anleitung würden wir jetzt mal hier sehen. Alles in Englisch, das ist zum Glück für mich nicht so stressig. Seht ihr da auch etwas? Ja, also das scheint noch umfangreich zu sein. Holy Mahoney. Wow, ja, das ist nice. Muss ich mir mal zu Gemüte führen. Auf jeden Fall eine coole Sache, wie alles schön mit farbigen Bildern auch dargestellt wird. Hier jetzt noch eine kurze Zusammenfassung, finde ich auch immer sehr hilfreich. Und dann geht es eigentlich los und... Ja, keine Ahnung, wir haben jetzt Elisabeth, Timeline, irgendetwas, verschiedene, dann haben wir hier... Das ist ja von der Fox Populi, so ein bisschen die Rebellen und das ist so ein bisschen möchte gern, alles scheinheilig, alles super. Und ja, jetzt ging es darum, und das mache ich auch nicht jetzt gerade, die mal rauszudrücken, die ganzen Kärtchen und Blättchen. Schon immer ein sehr lustiger Job. Und da sind noch die ganzen Münzen, Wicked, mit dem goldigen Columbia Big Münzli. Hey, nein, das ist richtig viel Zeugs. Hier sind so jenste Einheiten und so Stuff. Und auch die Spielebrett. Mal schnell schauen, wie gross das eigentlich ist. Ja, okay. Ja, es hat, ja, es hat ein bisschen grösser gewirkt, sage ich jetzt mal, in der Anleitung. Aber es ist doch, doch gross genug, um vermutlich einigermaßen anständig zu spielen. Jetzt seht ihr hier die verschiedenen Verbindungs- Ja, wie sagen sie dem schon wieder im Game? Ich weiss, das kann man nicht mehr genau. Ja, wo man halt von Level zu Level kann. Und hier ist noch die Statue, wo die Elisabeth und der Songbird am Anfang drin sind. Es geht dann hier noch weiter mit jensten Würfeln. He? Die allen Farben sind relativ eckig und das habe ich eigentlich nicht so gerne an Würfeln, weil die rollen nicht so schön. Spielt aber vielleicht gar keine Rolle. Und hier sind jetzt noch jenste Einheiten, eben Zeppelin, Songbird, Handyman, kleinere Einheiten, die Elisabeth sehe ich hier auch gerade. Hm, jawohl. Und hier hat man auch noch so Kärtchen.
Ja, ist jetzt sicher nicht gerade wahnsinnig spektakulär, vor allem eben für die, die nicht so Brettspiele spielen. Ah, da machen sie sogar noch gerade Werbung für ein iOS-Game. Das ist schon mal eine Frechheit. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Okay, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ja, egal. Ich bin gespannt, probiere das Teil sicher mal aus. Und vielleicht mache ich dann noch ein Video, wie es ist. Aber wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Man sieht sich ja gleich schon mal, scheint es. Auch ein paar von euch. Macht's gut, schön zusammen.